Die Kochertalbrücke ist eine Autobahnbrücke bei Geislingen am Kocher, einem Ortsteil der Gemeinde Braunsbach im Landkreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg, die das Kochertal überspannt. Sie ist mit einer maximalen Höhe von 185 m über Grund die höchste Balkenbrücke in Deutschland und war bis zum Jahr 2004 die Brücke mit den höchsten Pfeilern der Welt. Die Kochertalbrücke gilt als eines der bedeutendsten Ingenieurbauwerke der 1970er Jahre in Deutschland. Die Brücke wurde zwischen 1976 und 1979 im Zuge des Baus der Bundesautobahn 6 errichtet und am 4. Dezember 1979 für den Verkehr freigegeben. Die Kochertalbrücke ist 1128 Meter lang und 31 Meter breit. Sie hat zwei getrennte Überbauten mit jeweils 9 Feldern. Die Überbauten sind aus Spannbeton gefertigt und wurden im Taktschiebeverfahren errichtet. Die Kochertalbrücke ist ein beliebtes Ausflugsziel und bietet einen beeindruckenden Ausblick über das Kochertal und die umliegende Landschaft. Von der Brücke aus kann man auch die Hohenloher Ebene und den Schwäbischen Wald sehen.